Flugplatz Köln-Bonn am 26. August 1959. Dr. Adenauer begrüßt die Mitglieder des Bundeskabinetts, die zum Empfang von Präsident Eisenhower erschienen sind. Zum letzten Mal hatte Harry S. Truman als amerikanischer Regierungschef vor 14 Jahren deutschen Boden betreten, um zusammen mit den Siegermächten das Potsdamer Abkommen zu unterzeichnen. Mit Dwight D. Eisenhower kommt zum ersten Mal ein Präsident der USA als Freund und Gesprächspartner nach Deutschland. Die Bundeshauptstadt ist die erste Station Eisenhowers auf seiner europäischen Reise, die ihn von Bonn nach London und Paris führen wird. Im Direktflug von Washington kommend, die riesige Düsenmaschine vom Typ Boeing 707. ...21 Salutschüsse werden abgefeuert. Bundeskanzler Dr. Adenauer begrüßt als erster den hohen Gast. Nach dem herzlichen Empfang die amerikanische und deutsche Nationalhymne. Zu den Klängen des Präsentiermarsches schreiten die beiden Staatsmänner, gefolgt von General Heusinger, die Front des Ehrenbataillons von Heer, Marine und Luftwaffe ab. Die hochpolitische und bedeutende Reise des US-Präsidenten dient der entscheidenden Aussprache mit den europäischen Verbündeten vor dem Amerika-Besuch des sowjetischen Ministerpräsidenten. Die großen Themen, das Deutschlandproblem, die allgemeine kontrollierte Abrüstung und die Entspannung zwischen Ost und West. Nach der Vorstellung des Bundeskabinetts begrüßt der Präsident die Mitglieder der amerikanischen Botschaft in Bonn. Die Düsenmaschine des Präsidenten startklar zum Weiterflug nach London. Auf dem Flugplatz haben sich die Bundesminister, hohe Offiziere und Tausende von Menschen eingefunden, um sich von Eisenhower zu verabschieden. Das gemeinsame Schlusskommuniqué bestätigt den freundschaftlichen Geist, in dem die Probleme der Abrüstung, die Berlin-Frage, die Wiedervereinigung Deutschlands und die europäische Einigung erörtert wurden. Eckpfeiler der Außenpolitik beider Länder bleibt die Zusammenarbeit innerhalb des Atlantischen Bündnisses, das von überragender Bedeutung für den Weltfrieden ist.
Nach dem Abschreiten der Front des Ehrenbataillons verabschiedet sich Präsident Eisenhower von Bundestagspräsident Dr. Gerstenmaier und den Kabinettsmitgliedern. Zwei Blumensträuße und gute Wünsche in bestem Schulenglisch. Das Abschiedszeremoniell beschließen die Nationalhymnen. Dann begeben sich Präsident Eisenhower und der Bundeskanzler in großer Begleitung zur Maschine. Ein letzter herzlicher Händedruck zwischen den Staatsmännern bekräftigt die Übereinstimmung und das freundschaftliche Bündnis beider Länder. Präsident Eisenhower war von der herzlichen Aufnahme in der Bundesrepublik tief beeindruckt. Noch während des Fluges dankte er dem Kanzler mit den Worten: "Wenn ich auf die letzten 24 Stunden zurückblicke, so glaube ich, dass wir viel erreicht haben. Und ich sende meine wärmsten Grüße für Sie persönlich und für das Volk Ihres so schönen Landes."